So, wir sind auf dem Bazar angekommen, also da, wo wir eigentlich Handel betreiben werden. Und wenn ich jetzt will ich erstmal den Stein aktivieren. Kaufmann Wiesen, du klingst ja sehr vertraut. Was dacht ihr denn so? Nun, ich dachte, ihr hättet etwas zu verkaufen. Das hätte ich vielleicht, hätte nicht dieser verdammte Zanzibar mein Geschäft verdorben. Ihr meint den Händler dort drüben? Ja, genau der. Kauft bei dem nichts. Ich beschwöre euch, er ist ein Lügner und ein Dieb. Okay. Die zanken den Händler. Die Händler Wiesel und Zanzibar von Imperia haben ernsthaften Streit. Die beiden scheinen sich aus dem beruhigt Wiesel und Zanzibar oder hetzt sie gegeneinander auf. Die beiden scheinen sich aus Prinzip zu streiten. Entweder ihr beschwichtigt sie durch ein paar kleine Schwindeleien und ihr sagt ihnen die Wahrheit und bringt sie erst recht gegeneinander auf. Ihr kommt von diesem Wiesel. Traut dem Kerl nicht, ich sage es euch. Der hat euch bestimmt Lügen erzählt. Was ist nun? Wiesel sagt, nur Gutes über euch. Wirklich? Nein, nein, ihr habt ihn bestimmt falsch verstanden. Das wäre ja die Wahrheit. Und die Wahrheit spricht diese Schlange nicht. Er ist eben ein falscher Hund. Wusstet ihr, dass er seine eigene Mutter verkauft hat, um ein Geschäft zu gründen? Okay. Ah, ihr schon wieder. Zanzibar sagt. Was hat diese Madel zu sagen? Nur Gutes über euch. Wirklich? Der will mich nur einlullen, weil er wieder irgendeine Teufelei vorhat. Dem ist nicht zu trauen. Wusstet ihr, dass er früher Sklavenhändler war? Da staunt ihr, was? Ha, wisst ihr, eigentlich bin ich ja schuld. Woran? Ach, ich Narr, habe unser gemeinsames Geschäft auf dem Gewissen. Ich bin auf einen Schwindler reingefallen und habe alle unser Geld verloren. Jetzt sind wir beide arm wie die Wasserträger. Und er hat zu guter Letzt noch unser Lager abgebrannt. Jetzt können wir Borgos Schutzgeld nicht mehr bezahlen. Dieser Borgo aus der Unterstadt, wisst ihr, ein übler Schläger. Bald wird er kommen und uns noch unser letztes Geld nehmen. Dann ist es aus mit uns. Was ist dieser Borgo für ein Kerl? Ein Schutzgeldeintreiber. Wer nicht monatlich zahlt, bekommt erst den Knüppel und dann das Messer zu spüren. Schnipp! Versteht ihr? Die Kehle aufgeschlitzt. Am besten ihr Schütz... Ich weiß nicht, ob ich ihn umbringen sollte, guter Freund. Oder ihr fragt einmal einen vom Fach, wie man solche Leute los wird. Wie wäre es mit diesem McWinter? Ich glaube, der hat mal für ihn gearbeitet. Okay. Ja, das wollte ich gerade nicht. Irgendwie hat da die Steuerung gehackt. Schutzgeld. Also wir haben die zankenden Händler abgeschlossen. Da wird Schutzgeld. Borgul, ein Schläger aus der Unterstadt in Imperia, erpresst Schutzgeld von den Händlern Wiesel und Zanzibar. Entweder hilft den beiden Händlern oder treibt das Schutzgeld selber ein. Besorgt Borgo in der Unterstadt das Schutzgeld für Wiesel und Zanzibar. Ihr solltet Borgo das Schutzgeld für die Händler bringen, um die Situation zu lösen. Entweder ihr nehmt es den Händlern ab, bezahlt es selber oder ihr erkundigt euch bei Flick McWinter nach einem anderen Weg. Ja, wenn ich wüsste, wo... Achso. Flinky steht ja wieder darum. Gut. Was starrt ihr denn so? Ja, es gibt Frauen, die schmieden können. Ich bin Niam, eine Waffenschmiedin und eine gute dazu. Ich bewundere nur eure Arbeit. Seid gegrüßt, Niam. Verkauft ihr auch Waffen? Ich mache nur besondere Anfertigungen, guter Freund. Gewöhnliche Waffen findet ihr auf dem Bazar. Kennt ihr Tario aus der Onyxbucht? Er hat mir diese Gegenstände gegeben und gesagt, ich solle damit zu euch gehen. Was hat's mit dem Ich habe eine Zerbitenträne gefunden. Ich nehme sie an mich und werde sie für euch aufbewahren. Sobald ihr mir dann den Auftrag gebt, den Stab oder den Schild zu reparieren,
werde ich sie verarbeiten. Oh. Könnt ihr diesen zerbrochenen Stab und diesen Schild reparieren? Lasst einmal sehen. Ein Kampfstab und ein Magierschild. Hervorragende Arbeit. Beide haben diese drei Mulden, als sollte dort irgendetwas eingesetzt werden. Das müssen Zerbitenwaffen sein. Zerbitenwaffen? Glaubt er mir etwa nicht? Die Zerbitenwaffen wurden mit magischen Edelsteinen verstärkt. Die drei Mulden in den Waffen sind für diese Edelsteine gemacht. Erst wenn drei dieser Edelsteine, die wir Zerbitenträne nennen, dort eingesetzt werden, erlangt die Waffe ihre volle Stärke. Ich kann diese Gegenstände für euch wieder nutzbar machen. Aber ohne die Zerbitentränen sind sie nicht besser als das gewöhnliche Zeug, das ihr im Basar bekommt. Wenn ihr aber Zerbitentränen habt und wir sie bei der Reparatur mit einarbeiten können, dann erhaltet ihr machtvollere Gegenstände. Je mehr Tränen wir einsetzen, desto stärker werden sie. Ihr habt die Wahl. Entweder ich repariere euch nun die Waffen oder ihr sucht zunächst nach ein paar Zerbitentränen. Ihr habt die Wahl. Entweder ich kann sie leider nicht nachträglich einsetzen. Man kann also jeden Gegenstand nur einmal bearbeiten. Danach bleibt er für immer so. Okay, dann warten wir. Bitte gebt mir die Zerbitentränen zurück, die ihr noch nicht verarbeitet habt. Gut. Hier habt ihr sie. Ja, dass wir wissen, wie viele wir haben. Also ja, Stab und Schild. Brauchen wir noch 4 Zerbitentränen? Hm? Also ich warte lieber damit. So, gibt's hier sonst noch jemanden? Ich sehe hier den Tuchhändler. Noch eine Stadtwache. Also ja, wenn wir dann mit der Schattenklinge, also mit dem zweiten Durchgang, dann werden wir uns einfach mal hier unten durchprügeln. Mal gucken, was uns auf der anderen Seite erwartet. Seid gegrüßt. Eure Ahnen mögen huldvoll auf euch herabblicken und der Glanz des Kaisers möge euch erleuchten. Und möge euer Schicksal euch stets auf die goldenen Straßen des Sieges führen. Ihr klingt, als wolltet ihr mir gleich etwas verkaufen. Ach nein, das ist nur Gewohnheit. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich bin verloren. Bald werde ich betteln müssen. Ich fertige die besten Tuch- und Lederwaren hier in Empyria. Zumindest habe ich das getan, bis der Dryadenhain gesperrt wurde und die Hasim begannen, die Stadt zu belagern. Nun gibt es kein Froschleder mehr auf dem Markt, keinen Purpursand zum Färben, keine Nachtschattenseide zum Einweben. Ich bin ruiniert. O Ahnen, nehmt mich zu euch. Ich reise viel. Sollte ich irgendwo Froschleder, Purpursand oder Nachtschattenseide entdecken, seid ihr der Erste, der es bekommt. Wirklich? Oh, danke, edler Freund. Ich benötige nur 4 von jedem. Dann kann ich den Palast wieder beliefern. Und ich werde euch mit einem magischen Gewandsatz belohnen. Versprochen. Okay. Barbadas Zutaten. Barbada benötigt einige Zutaten, damit er den Palast wieder beliefern kann. Sammelt 4 Froschleder und bringt sie Barbada im Basar im Empyria. Ja. Sammelt 4 Handvoll Purpursand und bringt sie Barbada im Basar. Sammelt 4 Teile Nachtschattenseide. Mhm. Und ja, wie gesagt, die Händler können wir uns später mal angucken. Ansonsten ist hier, glaube ich, gerade nichts mehr. Das heißt, wieder runterporten zu Flink. Mal sehen, ob er eine Idee hat, wie wir den Schutzgelderpresser loswerden. Nee, Unterstadt ist besser. Hoppla, was wollt ihr denn wieder hier? Mich jetzt endgültig in den Ruin treiben oder mich noch ein bisschen an den Haaren umherschleifen? Ich könnte vielleicht euren Rat gebrauchen. Einen Rat? Na, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich muss mit einem Schutzgeldeintreiber fertig werden. Aha. Wisst ihr,
Leute, die andere Leute mit Drohungen um ihr Geld erleichtern, sind meistens zu einfältig, um es ordentlich zu stehlen. Dummerweise sind sie meistens auch recht stark. Deshalb haben wir in Carmanon, meiner bescheidenen Heimat, einen ganz besonderen Trick, was solche Leute angeht. Was ihr braucht, ist eine Koboldmünze oder Fluchmünze. Dieses magische Geldstück verflucht denjenigen, der es mit Gier an sich nimmt. Also so ziemlich jeden, außer euch vielleicht. Der Fluch ist solcher Art beschaffen, dass jeder, solange er üble Gedanken hat, zu seinem Gegenteil verkehrt wird. Starke werden schwach, schnelle werden langsam, naja und so weiter. Und wo finde ich eine solche Münze? Kobolde sind selten. Aber wenn ihr mich fragt, dann sucht im Westteil der Stadt der Seelen. Ist zwar gruselig da, aber diese Fremden haben alle möglichen Wesen aus unserer Welt gesammelt. Vielleicht ist auch ein Kobold dabei. Bringt mir die Fluchmünze, wenn ihr eine gefunden habt. Dann werden wir für euren Geldeintreiber ein hübsches Geschenk daraus machen. Okay, das klingt ja nett. Vielleicht wird er auch einfach nett, der Typ, wenn wir ihm die Fluchmünze unterjubeln. Sucht einen Kobold in der Stadt der Seen und nehmt ihm seine Fluchmünze ab. Im Westteil der Stadt der Seen soll es einen Kobold geben, der noch eine Fluchmünze hat. Wenn ihr die Fluchmünze holt, kann fliegt daraus einen verfluchten Geldbeutel für Borgo herstellen. Okay. Ach ja, ich wollte gucken. Durch das Osttor ist immer noch nicht abgeschlossen. Vielleicht kann ich ja unseren Barbarix so betrunken machen mit Brandwein, dass er einfach mal durch die beiden verprügelt. Weil er wirkt etwas stärker als die beiden. Und er steht ja auf dem Brandwein. Also kaufen wir noch einen Brandwein. Ja, aber auch immer sich dieser Typ rumtreibt, der Schutzgelderpresser. Ich glaube, ich habe ihn auch schon mal irgendwo hier rumstreuen gesehen. Ach ja, da ist er. Ist das nicht Brandwein da? Ihr habt... Zumindest... Ja, bedient euch. Ihr seid... Und leer ist die Flasche. Ja, okay. Dafür kriege ich nur Erfahrungspunkte. Was gibt... Ihr wart ab. Ja. Dann treffen... Das ist nicht... Ich hab... Sie will... Ja, okay. Questbuch aktualisiert jetzt? Achso, nur Gladiatorentraining. Also ja, irgendwie möchte ich da schon reinkommen. Hey da, Geselle! Ich weiß nur nicht, ob ich sie vermöbeln möchte, nur um da reinzukommen. Ich habe nämlich jetzt gerade Angst, dass ich dadurch den Abschnitt mit dem Zirkus einfach verpasse. Deswegen speichere ich jetzt mal hier. Hey da, Geselle! Lasst mich durch, ihr Bastarde! Holla, hast du das gehört, Khaled? Hör mal, Dreckspatz! Was glaubst du, mit wem du hier redest? Mit stinkendem Abschaum, dessen Mutter sich mit Hunden paart. Oh Gott. Du! Los, Khaled, die Ratte kaufen wir uns. Vorsicht! Zeit zu sterben. Zurück mit euch. Zeit zu sterben. Ist das nicht unbedingt die feine englische, aber...
Oh, der widersteht meinen Zusatz. Vorsicht! Zeit zu sterben!